Zwischen Untermessing und Au im fränkischen Landkreis Roth erhebt er sich. Der Auerberg. Schweres Gerät ist gerade im Einsatz. Schreinermeister Josef Gerngroß liefert den Altar und die fertige Inneneinrichtung. Denn seit kurzem steht auf der Waldlichtung eine neue Kapelle. Die Mitglieder des Vereins Auerberg Gebetsstätte haben sie in Kooperation mit Künstlern und Architekten des Bistums Eichstätt errichtet. Die Idee dazu geht zurück auf den verstorbenen Hubert Bittel aus Neufahren bei Freising. Ein ganz einfacher Mann, der aber eine wirklich von mir aus auch bewundernswerte, tiefe und ganz natürliche Beziehung zu Gott und zur Mutter Gottes hatte. Auf sein Betreiben hin ist dieser Bildstock entstanden. In diesem Bildstock ist ein Bild der Mutter Gottes von Aue dargestellt. Diese Mutter Gottes von Aue ist als Statue heute noch in der Kirche von Aue zu sehen. In den folgenden Jahren fanden immer mehr Wallfahrer den Weg zur lieben Mutter Gottes vom Auerberg. 1996 wurde der Bildstock mit einem Kreuz ergänzt. Der Verein Auerberg Gebetsstätte wurde 1998 gegründet. Heute hat er rund 125 Mitglieder. Wir sind dafür da, diese Gebetsstätte in ihrer Würde und in ihrer Natürlichkeit auch zu erhalten, zu schauen, auch dass hier regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Wir feiern im Jahr zwischen 7 und 8 heilige Messen an jeweils einem Sonntag von März, April bis Oktober. Nach vielen Jahren Planung ist nun die Auerbergkapelle entstanden. Bischof Gregor Maria Hanke hatte den Ort zuvor geprüft und zum Heiligtum erhoben. Also zu einem Ort, zu dem aus besonderem Frömmigkeitsgrund zahlreiche Gläubige pilgern. Der halbovale Bau ist aus Holzbalken und Glas gefertigt. Er greift mit seiner offenen Rippenarchitektur die Natur auf. In dem Fall war der Vereinsvorstand, aber auch ein Großteil der Vereinsmitglieder sich im Klaren, dass hier die eigenen Materialien, nämlich Holz und Stein, verwendet werden und sonst eigentlich nichts dazugehört. Darum auch die einfache Ausstattung. Es soll eine Gebetsstätte sein, wo jeder persönlich seine Anliegen vorbringen kann und wo er die Ruhe findet. Auch bei der Inneneinrichtung setzen Architekten und Schreinermeister auf Naturmaterialien. Der rund 300 Kilogramm schwere Altar, die Bänke und Hocker sind aus massiver Eiche aus einem Stamm gefertigt. Die dunkle Farbe erhält das Holz durch Räuchern und wird zum Schutz geölt. Für Stefan Gerngroß ein spezieller Auftrag. Ja, das ist auf jeden Fall was Besonderes, dass man für eine Kapelle was machen kann, weil es steht ja eine gewisse Zeit drin oder wahrscheinlich wesentlich länger, wenn man selber da ist. Und darum ist das auf jeden Fall eine sehr schöne und gute Aufgabe gewesen. Einige Wochen später weiht Bischof Gregor Maria Hanke in einem Gottesdienst den Altar und die Kapelle. Damit stellt er das Bauwerk unter den Schutz der Gottesmutter und des heiligen Josef. Umgeben von diesen herrlichen Bäumen des Waldes, von dieser Musik des Waldes, das erinnert uns an den Schöpfer. Und Maria ist ja eigentlich die neue Schöpfung. In ihr ist die neue Schöpfung Gottes angebrochen. Der Engel der Verkündigung sagt, du bist voll der Gnade. Also sie ist eigentlich der neue Mensch, der auf das Paradies, auf die Vollendung vorausweist, die neue Schöpfung, auf die wir alle zugehen. Und wenn wir hier so einen Ort haben, einen marianischen Gebetsort, dann ist das eine Erinnerung und eine Einladung, dass wir Pilger bleiben hin zu dieser Vollendung, die in Maria bereits gegeben ist und die uns noch aussteht. Mit der Auerbergkapelle ist ein Ort der Stille und des Gebets mitten in der Natur entstanden. Gläubige sind herzlich eingeladen, ihn zu besuchen und dort die Gegenwart Gottes zu spüren.